rein, ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagt, das Schönste zu fressen, das unser Eins hat, das ist der Salat. What? Das Entelein lauschte und staunte gar sehr und blinzelte frech in der Gegend umher. Da saß die herrlichsten, süßesten Kirschen am Baum. Mama, pflück sie für mich. So bat es kläglich. Mein Kind, sagt die Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Entelein klagte und weinte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer. Und als es dann groß war, da ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht. Die Großen, die fressen ganz keck den Kleinen die Kirschen und sonstiges weg. Wir alle beanspruchen darin das nämliche Recht. Was sind denn das für dumme Faxen? Ihr Kleinen, ihr müsst dann doch erst mal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil Bäume hoch sind. Nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Erreichen wir sie nie. Erreichen wir sie nie. Quack.